Hallo und so zurück zu den Tiefen der Höhle. Der Jan ist wie immer noch bei mir. Und wir kriegen mittlerweile Erfahrungspunkte. Und weitere neuen Kämpfe. Und endlich eine Cola Zero, die wir angreifen können. Ja, die Cola Zero gerade war nicht so... Ja, die ist dreimal ausgewichen oder so. Das ist ja... Ja, dreimal. Zweimal dir und einmal Fabian. So, ich glaube, oben ist richtig. Hier unten ist nämlich auch die Kiste, glaube ich. Ja, genau. Ja, ich glaube, ja. Machen Platz. Ach, sicherlich. Boah, das Ding ist mega langsam. Ich konnte jetzt dreimal angreifen. Ja. Boah, wie schnell wir steigen. Verteidigung erhöht. Oh, Fabian kriegt Magiewert. Das ist ja mega. Warte, jetzt muss mal. Ha! Warte mal was. Guck mal, sie hat aber, Fabian hat aber nur Magie und keinen Angriff generell, weißt du? Ja, okay, Magie ersetzt halt. Ja, ja, sonst hast du ja später hast du ja noch, dass du wirklich alle Werte hattest. Und einfach dann nur noch die spezialisiert hast. Oh, ein Stern. Achso, genau. Vier? Vier? Ich dachte, wir hätten schon fünf oder sechs. War auch irgendwie. Aber auch erst vier von 23 Karten, okay. Und mega viel. Mega viel Asche haben wir schon, 2000. Damit können wir einige Nächte übernachten. In dieser, in dem netten Hotel. Für 10? Das ist ja schon mega viel. Dass die Monster so viel mit sich rumtragen. Ja. Oh yeah, oh yeah, hast du Lebensquelle. Etwas frisches Wasser, vielleicht heilt es eure Wunden. Oh, what the fuck? Speicher. Wasser, heiliges Wasser. Oh mein Gott, das gefällt mir nicht. Oh, jetzt gibt's gemischte Gegnergruppen. Das hat mir... ja, Fabian, könnt ihr ruhig mal was Neues lernen? Also Feuerball war so weit cool, ne? Ja, Feuer war ja auch meistens die erste Attacke, fällt mir mal so ein. Ja, eigentlich immer. Wenn du mal an Magie denkst, wenn die erste Magie Attacke war meistens Feuer. Also hieß sogar Feuer bei Final Fantasy dann die erste. Das ist meistens wirklich immer mit... Okay, da komme ich bestimmt gleich lang. Sobald ich die Kiste hier gefunden habe. Nein, einen Kampf habe ich gefunden. Ja, komm, heil uns nochmal, bevor gleich was passiert. Ach ja, ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich gedacht, das Spiel, ja, mal schauen, wie viel Potenzial es... Oh mein Gott. Irgendwo ist irgendwas passiert. Okay, aber wo? Ich weiß es nicht. Ist doch eine Karte. Noch ein Kampf. Oh, wir haben diese Ratte jetzt bekommen als Karte. Das ist ja fast toll. Ich glaube, Doppelzwänge ist so ein Kartenspiel. Ja, wahrscheinlich. Oh, was haben wir da? Leben! So wie, oh, geil, Leben erhöht und Fabian auch Leben erhöht. Für beide, ja. 105 und 75. So ein bisschen wie, wie heißt es? Pokémon damals? Das ist Karten dafür. Nein, ich... Nee, ich meine sowas... Wie heißen die? Quartett... Quartett? Vielleicht? Höhlenmonster-Quartett? Ja, kann ja sein, dass das wirklich so... Kann sein. Ich weiß nicht, ich hab das Spiel halt nicht... ich hab mir extra auch... Oh, ist er das? Auch ist er das? Oh, oh, das ist er, das ist er. Das. Oh nein, ich lauf noch rum und provoziere nach so einem verkackten Kampf. Du provozierst noch. Ich wollte es nicht. Oh. Boah, Alter. Ernsthaft, 4 Schaden und... Ist Gott sei Dank noch darum gegangen, ja. So. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh, jetzt kommt mega Bossfight. Kefkas Geist. Der hier sieht ziemlich mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben geworden. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Boah. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Okay, wir scheinen ja noch nicht so viele Möglichkeiten zu haben, den Kampf zu gestalten. Außer, dass Fabian jetzt die ganze Zeit heilt. Und wir die ganze Zeit angreifen. Oh, Boss-Animation. Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Ist aber auch so. Ja, ist wirklich so. Durch das Schwarze, was sich jetzt da so bewegt, sieht das schon... Aber ist so geil, dass sie das in so einem Fight eingebaut haben, weißt du? Du greifst ein paar Mal an und dann passiert das. Das ist cool. Oh mein Gott. Daneben. Phantom-Hunter. Okay, das geht ja sogar fast noch.
Weil ich dachte jetzt schon, jetzt kommt Fabienne, muss schnell was lernen, damit sie nicht angreifen kann, während er in dem Zustand ist. Wäre auch witzig gewesen. Ja, wenn sie dann Feuer gelernt hätte, wäre ja cool gewesen. Boah, macht der einen Alter, Schaden. 25 zu viel heilt die ja nicht mehr. Ja, solange sie nicht gefokust wird dauerhaft, geht das ja. Alter, hör auf. Solange sie nicht gefokust wird, ganze Zeit, geht das ja noch. Nur auf den Heiler. Ja, okay, da bringt's nicht. Phantom-Konter. Die kommt nie wieder auf Max TP, glaube ich, in diesem Kampf. Ja, wenn endlich mal wir beide angegriffen werden würden, statt sie. Das wäre ja mal... Weil sie jetzt zweimal heilen durfte und da sind beide wieder auf Max. Ja, genau. Aber er ist ein Boss, ne? Also der muss ja schon ein Stück stärker sein. Also, weil man kann es ja noch locker schaffen. Ist ja jetzt nicht so als... Aber wir haben ja natürlich so auch gut gelevelt, haben wir. Da hat er jetzt mal dich angegriffen. Das wäre jetzt schon besser. Nö, ich will nicht angreifen. Möchtet ihr auch irgendwann sterben? Aber was willst du denn sonst machen? So. Ja, ich muss ja. Ich hätte gedacht, es könnte so wie bei Pokémon irgendwie, keine Ahnung, in der Safari-Zone einen Stein werfen oder so. Jawohl! Ah. Okay. Oh, 400 sogar und 20 EP. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert! Ja? Alter! Oh. Wie geil ist das denn? Alter. Hammer! Kann ich auch hauen? Ja, das sieht jetzt aber nicht so spektakulär aus. Alter, nicer Scheiß. Fabienne, du siehst gut aus. Kompliment. Ich glaube, ich muss hier drauflaufen. Ich glaube auch. Oh, Alter. Wie geil das jetzt aussieht. Sag mal hier mal. Hallo? Wunderschön. Oh mein Gott, die Musik. Alter, ich höre nicht viel. Ja, du hörst leider nichts, aber das musst du auf jeden Fall nochmal angucken. Oh, die Monster! Alter! Ich geh mal hier unten durch. Mach die Truhe da oben auf. Ja, ich will erstmal die Truhe haben. Ich geh mal aus. Oh, ja, okay. Da ist wahrscheinlich eine Karte dran. Oh, der Stern! Oh, Stern. Der sieht jetzt schon fast so aus wie bei hier Mario Galaxy. Die Lumas. Ja, stimmt. Und eine. Eine Karte? Eine Zumba. Okay, gut, jetzt kann ich das da oben auch nehmen. Aber ist schon cool, jetzt so die Grafik, das. Alter, ist das. Keine Ahnung, das stimmt jetzt, ich würde sowas auch schon spielen. Ich würde es wirklich spielen, wenn es so geben würde. Wenn die Story dazu geil ist. Oh mein Gott, jetzt haben wir Herzen. Oh, wir haben Herzen. Wir werden nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Jawoll, ja. Kommt her, Bitches. Jetzt geht's los. Das heißt allerdings meistens auch, dass die Gegner scheren müssen. Alter, die hauen aber nur ein Viertel ab. Das ist ja. Ja, sei ja froh. Lächerlich. Ich becher mich weg. Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. So. Machen wir alle platt hier. Sieht ein bisschen aus. Picumbas. Ja. Nee, das ist voll Zelda. Da gibt's wirklich so Viecher, die spucken dann Steine. Weiß, die spucken Steine. Aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Auch nicht. Ich habe viel zu lange kein Zelda mehr gespielt. Ja, da traue ich auch so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, wo ich jetzt lang gehe. Na, ich glaube, hier geht's wirklich hauptstory-mäßig lang. Ich gehe nochmal zur Seite. Aber ich habe halt momentan auch so kein Zelda auf dem Schirm, weißt du, was ich so wirklich gerne gerade spielen möchte. Grundsätzlich Zelda. Scheiße, ich hätte da drüben doch mal gewusst. Ja, da will ich jetzt noch nicht hin, das mache ich später. Was haben wir hier? Oh, die Texturen. Oh, das ist jetzt schon cool. Ja, da geht's jetzt an die Anfänge der ersten richtigen Grafiküberarbeitung dran. Voll schick. Aber das Krasse ist, dass das Spiel jetzt hier durch die, das wechselt ja wirklich zwischen Final Fantasy und Zelda hin und her, ne? Aber ich find's trotzdem cool, weil es wirklich so quasi die Entwicklung der beiden Spiele so im relativ ähnlichen Zeitraum, warte mal, das war zu weit zurück. Ja, das war zu weit zurück. Nee, aber das waren ja halt auch so Vorreiter in dem Bereich. Ja klar, viele sind denen einfach dann nachgekommen. So, warte mal, jetzt genau, hier war ich noch nicht. Gehe ich trotzdem mal lang. Könnte vielleicht was sein. Ah. Du kannst doch kein Zentrum. Das lerne ich aber vielleicht jetzt hier. Na? Nein, ich lerne kein Zentrum. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt Zertrümmerer lerne irgendwo, dass ich mal solche Steine kaputt machen kann. Ist das hier auch überarbeitet worden? Ja, jetzt habe ich wieder hier. Aber ich kriege auch später einen Bogen. Ah, okay. Das ist definitiv Zelda. Also, ja. Link Adventures. Ja, eindeutig Schwertbogen und in der Mitte die Bombe. Okay, hier passiert nichts. Den Busch mache ich noch weg. Den auch.
Der Busch, der Busch. Er ist der Größte, was? Der Busch, der Busch. Das Scheiße, wo war ich? Wo muss ich lang? Da jetzt rechts rein. Ja, da unten war eine Kiste, ich glaube bevor die... Ah ne, die Kiste hatte ich schon, deswegen ist der Weg wahrscheinlich jetzt hier frei. Ich geh einfach mal drauf. Dimensionenstein passiert. War er schon immer so klein? Ihr seid wieder am Spielbeginn. Ah! Dimensionenstein versperrt den Weg. Versucht das mal mit dem Pfad im Osten. Ah, okay. Stimmt. So, cool. Das ist mega cool. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Okay, das heißt, aber ich gehe jetzt mal nicht nach rechts. Ich gehe erstmal nach unten gucken. Das ist mein Kaktus. Ich habe erstmal den scheiß Kaktus. War auch mal. Ich weiß nicht, ob. Oh, es ist ein alter Speicherpunkt. Zack. Mal rumgucken. Ich laufe jetzt einmal ganz zum Anfang zurück. Vielleicht ist ja irgendwo was gewesen. Sonst laufen wir im Kreis. Das ist ja auch ziemlich. Aber vielleicht können wir auch irgendwo. Ja, hier ist nochmal so ein Zertrümmerer-Ding. Da kommen wir auch nicht hin. Aber ich glaube, dadurch, dass hier so ein Zertrümmerer zu finden. Ne? Das haben wir aber nicht. Lebensbonus. Monster werfen jetzt deine Herzen ab, damit ihr euer Leben fühlen könnt. Das ist sehr schön. Komm mal her. Ja. Nein, das tust du nicht. Das Spiel lügt! Es lügt! Die böse Seite. Oh. Ja. Ja, Kamera zoom. Wie zoome ich denn jetzt? Das sieht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Ah, glaube, ja, okay. Das war Zelda. Das war Zelda. Ja, natürlich ist das Zelda. Das war wieder krass. Aber cool. Macht der Link heute noch. Aber ich find das cool, dass die jetzt, dass die wirklich jedes kleine Element jetzt hier so aufziehen, so ein bisschen, weißt du? Es waren ja markante Sachen, ne? Und du denkst da teilweise nicht mehr dran. Das ist so, schon so selbstverständlich, dass es in solchen Spielen so ist. Und das ist... Evolent soll ich halt einfach mit der Nase draufschlagen, quasi. So, hier kommt... Da ist noch eine Kiste, jawohl. Da könnte nochmal so ein Stern sein. Ja! Eine Karte. Eine Wespe. Wespe. Das ist eine sehr tolle Karte, glaube ich. Ganz toll. Ja, wahrscheinlich. Stein. Ah! Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ob schon ein Grafik-Update kommt oder was anderes. Oh ja, diese Kamerawechselführung. Ein Stern, ein Luma. Ja, sehr gut. Da drüben müssen wir irgendwie hin. Hier ging es aber nicht weiter, ne? Ja, doch, ich glaube nicht. Doch, hier ging es weiter. Da geht's weiter? Das sieht doch so aus. Ja, noch mehr Truppen. Und on was? Man hat viel da fertig, ja. Erstmal mache ich das hier. HD-Texturen, oh mein Gott! Oh mein Gott, geh nach oben. Feinkörnige Anzeige, dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Ja. Ist das geil. Auf jeden Fall. Die Nase von dem, oh, wie die... So eine Stupsnase hat er jetzt bekommen, mega geil. Noch ein Stern. Das sieht jetzt schon richtig geil aus. Das sieht schon richtig gut aus. Da können sich schon so viele Spieler von heute... Alter. Der in dem Busch festklatscht, ein Stein. Aus. Ah, der erste, der ein Leben gedroppt hat. Ah. Ich meine, die Grafik jetzt ist schon voll in Ordnung. Ich meine, wenn du nicht die Ressourcen hast, um ein richtiges HD-Spiel zu machen. Tenoria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, es geht. Hier geht es allen gut. Bitte. Beeilt euch bitte, mein Held. Oh, Fabian mag uns. Hauptsache, sie läuft aus hier raus, um mit dir zu reden und dann geht sie nicht rein. Ja, das ist so geil. So, machen wir einfach mal hier so, sagen wir mal einfach bis zur nächsten Folge. Ja, und, bis zur nächsten Folge. Mega geil. Ich bin so gespannt, was einfach in den nächsten passiert, ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.